Guten Morgen und herzlich willkommen vom Stuttgarter Börsenparkett. Auch am Dienstag verläuft der Handel an den Aktienmärkten rund um den Globus in relativ ruhigen Bahnen. Wir hatten in der vergangenen Woche einen deutlichen Kursanstieg bei den Börsen rund um den Globus gesehen und seitdem holen die Anleger erstmal kräftig Luft. Hin und wieder sieht man, dass es zu Gewinnmitnahmen kommt, vereinzelt sind auch Käufe zu beobachten. Insgesamt halten sich die meisten allerdings zurück. Der DAX tritt bei 11.950 Zählern mehr oder weniger am Dienstag auf der Stelle. Charttechnisch sieht es aber nach wie vor gut aus, nachdem in der vergangenen Woche die Marke von 11.800 Punkten nach oben überschritten wurde. Der nächste Widerstand jetzt bei 12.104 Zählern, aber aktuell fehlen die Kaufimpulse, fehlen entsprechende Nachrichten, um die Börsianer zum Kauf zu bewegen und die Kurse wieder nach oben zu bewegen. Ja, der Nikkei-Index am Dienstag auch leicht schwächer. Die Vorgaben aus den USA, ja, die waren eher uneinheitlich und was den Blick auf die Futures, also quasi die Vorboten für den börslichen Handel betrifft, da sehen wir aktuell leichte Kursabschläge, also auch in den USA deutet das eher auf leichte Gewinnmitnahmen auf dem aktuellen Niveau hin. Ein Thema auf dem Parkett aber sicherlich der Subventionsstreit, also Airbus und Boeing sind hier im Fokus und das ist ein Streit, der schon seit 2004 anhält, also eigentlich keine neue Geschichte, jetzt allerdings wird es den USA sozusagen zu bunt. Sie wehren sich, fühlen sich ungerecht behandelt und sagen, die Subventionen der Europäer für Airbus würden ihnen wirtschaftliche Schäden von 11 Milliarden Dollar im Jahr zufügen. Und das möchten sie quasi wieder ersetzt haben und entsprechende Strafzölle erhöhen. Also Robert Lighthizer, der Handelsbeauftragte, hat eine Liste veröffentlicht, auf der es um die Strafzölle geht, die verhängt werden sollen. Da geht es dann um Lebensmittel und Produkte und Komponenten für die Luftfahrtindustrie und diese sollen gelten, bis die Europäer dann die Sanktionen und die, das heißt die staatliche Unterstützung für Airbus einstellen. Kein neues Thema, wie gesagt, aber damit geht der Handelskonflikt eben in die nächste Runde. Die USA hat ja bereits auf Stahl und Aluminium Strafzölle verhängt. Den Autobauern drohen sie in regelmäßigen Abständen Strafzölle an. Insofern geht es hier ja weiter in Richtung Handelskonflikt. Was den Konflikt zwischen den USA und China betrifft, da warten wir ja alle schon seit einiger Zeit auf die Einigung. In der vergangenen Woche hatte Trump gesagt, ja, in gut 3 Wochen dürfte es soweit sein. Bislang hält es sich aber auch wieder bedeckt. Jetzt hat er sich offensichtlich wieder Europa ausgesucht und dementsprechend heute natürlich ein Thema auf dem Parkett. Blicken wir noch kurz auf die Wasserstände. Der DAX, wie gesagt, wenig verändert, knapp unter der Marke von 12.000 Zählern. Die US-Börsen, der Dow Jones Index gestern leicht im Minus 0,3%. Ging es gen Süden, bei Euro, US-Dollar wenig Bewegung zu sehen und eine Feinunze Gold verteuert sich leicht auf 1.299 US-Dollar. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Handelstag.